Das hier ist das neueste Ashes of Creation Alpha 2 Caravan Preview. Ich habe mir das deshalb jetzt mit rausgenommen, weil es ein im Grunde die Fortführung ist von dem, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Da gab es, wie gesagt, diese Kutsche, diesen Kutschenüberfall. Wir hatten aber in der Vergangenheit auch schon dynamische Wettereffekte, Weltbosse, große PvP-Schlachten. Zuletzt das Node-System, das riesige. Und jetzt ist eben ein neues Developer-Update dran. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe mir noch nichts angeguckt, inhaltlich, was da drin steckt. Nächstes Jahr wird ja auf jeden Fall die Alpha 2 losgehen. Das heißt, da werden wir selber mal Hand anlegen können. Es gibt keine NDA. Das heißt, jeder Content-Creator, der da drin ist, darf Content produzieren. Also sowohl Streams als auch Videos und es wird vorher noch ein paar Tests geben, die sind allerdings unter NDA, also die darf man tatsächlich leider nicht streamen. Aber das Ganze geht nächstes Jahr tatsächlich schon los, da kann man schon Hand anlegen und das ist natürlich ein ganz, ganz krasser Punkt, die Alpha 2 geht durch. Also wenn die Alpha 2 da sein wird, dann wird sie erstens Feature-Complete sein, das heißt die grundlegenden Elemente, die grundlegenden Systeme von Ashes of Creation sollen in der Alpha 2 bereits zumindest in Grundzügen eben drin sein. Das ist schon mal krass und die Alpha 2 läuft eben durch bis zum Release. Das heißt, ne, wenn jetzt der Server mal wegen Wartungsarbeiten oder wenn ein Patch aufgespielt wird, ne, oder mal ein Wipe kommt, wenn der da mal offline geht, ist klar. Aber ansonsten gibt es jetzt keine großen Lücken mehr. Also wir hatten ja zwischen der Alpha 1 und der Alpha 2, die jetzt eben nächstes Jahr kommt, confirmed, hatten wir eine riesen Pause. Da war dann irgendwie das Spiel mal ein, zwei Monate oder sowas spielbar und seitdem eben nicht mehr. Und jetzt wird es mit der Alpha 2 tatsächlich durchgehen. Das heißt, ein ganz, ganz großer Startschuss für Ashes of Creation. Ich bin super, super gespannt drauf. Wir gucken jetzt mal rein in dieses Caravan-Preview. Ich glaube, da wird es auch viel um PvP gehen, was wir in den letzten Developer-Updates gar nicht gesehen haben. Da ging es, wie gesagt, dann um die Ökonomie, die sozialen Systeme, das Node-System, dynamische Weltevents auf einer PvE-Seite jetzt in dem letzten. Und dieses Mal, glaube ich, steht mehr PvP im Vordergrund. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Das Video geht 45 Minuten und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein und schauen uns das an. Let's go! Everyone, and welcome to another live stream from the world of Vera, and we have an exciting stream for you today. Ooh. We are going to be talking. Ist es hier, muss ich schon mal ganz, ganz kurz eben intervenieren, weil ich, das ist, glaube ich, der Charakter von Steven. Der spielt diesmal, so wie es aussieht, einen Bogenschützen. Geil. Weil, ne, also sorry, dass ich jetzt schon pausieren muss, aber wir haben beim letzten Mal immer entweder den Mage gesehen oder den Krieger, ne, außer bei dem einen Mal, wo der Kleriker explizit präsentiert wurde. Aber wir haben den Bogenschützen lange nicht mehr gesehen. Der wurde irgendwann mal vorgestellt, als man darüber geredet hat, wie man das Kampfsystem umgebaut hat. Ne, da wurde ja jeder Archetyp quasi mal so ein bisschen präsentiert. Unter anderem auch der Archer. Aber wir haben den ewig nicht mehr gesehen. Die letzten Streams waren immer Mage, sehr viel Mage, mal irgendwie ein Heiler oder ein Krieger oder so, aber kein Bogenschütze mehr. Deshalb muss ich sagen, finde ich das schon mal richtig geil. Ich hoffe, wir werden richtig dick Archer-Gameplay sehen, weil das habe ich zuletzt sehr vermisst. Wir haben super viel Mage gesehen und super viel so Krieger zwischendurch oder sowas, aber eben gar kein Bogenschütze. Sehr, sehr geil, dass das mal wieder dran ist. Muss ich sagen, feiere ich hart. Frag mich gerade, ob das hier Stances sind. Naja, wir werden sehen. Talking about the caravan system in Ashes of Creation. It has been a little while since you guys have been able to see a caravan, actually I believe since Alpha 1, but there has been a lot of work that has been put into caravan since then, and I would like to introduce some of our absolute stellar developers who helped bring the new caravan system for Alpha 2 to life. They are one of our regulars, senior designer, Mr. Chris Giusto. Chris, how you doing, buddy? Oh, I'm doing wonderfully. How are you doing, Steven? I am doing swell. It is Monday, the day before Halloween. We've got Extra Life coming up in just 5 days where we're going to be up straight for 24 hours, or actually a lot more than 24 hours. That's going to be crazy. But I am doing swell. Sorry, that's a long-winded answer. I love it. Was steht da auf dem Tisch? Sieht ein bisschen aus wie so ein Bunny, der irgendwie corrupted ist oder so. Korrumpiertes Häschen. Vielleicht hören wir doch noch ein bisschen was von. Designer, Dr. Bucky. Bucky, how are you doing, sir?
Hello, I'm doing well. I'm ready to move some cargo. Ooh, some cargo. Cargo. Actually, this is the first time I think the community has heard it referred to as cargo, but cargo is the official name of supplies that are transited by caravans. Mm-hmm. And ships. And ships, that's right. Yes, very nice. Well, happy to have you, Bucky. We also have joining us the stellar, extraordinary environment artist, Hal, who built all things Caravans in this Livestream. Hal, how are you doing? Ich spur mal ein bisschen vor, ne? Das ist jetzt hier Präsentation von Mitarbeitern und so weiter. Ich spur mal ein ganz klein bisschen vor, so ein Minütchen, weil das Video wird sowieso lang genug gehen. So, da müsste es ungefähr losgehen. We are in a default building for nodes, is that correct, Chris? Oh, der Bogen sieht geil aus. Holy shit, sieht der Bogen gut aus. Meaning it comes Wahnsinn. With the node when it reaches level 3. Very cool. Ich mag auch, wie groß der ist. So, super, super geil. Hunting Lodge. Ich finde auch schön, wie Steven sich jedes Mal auch so ein Outfit überlegt, ne? Mit diesem roten, burgunderroten fast Umhang, ne, und dieser Kapuze und so und dann der passende Bogen dazu. Ah, sieht schon gut aus. Wenn man merkt auch so, das ist halt ein Unreal Engine 5 MMO. Es sieht halt wirklich, wirklich gut aus. Fine abode. A commodity vendor. Tell me what exactly the commodity vendor does. Well, he does kind of what his name says. He sells commodities, which, as alluded to previously, is a form of cargo that is transited by caravans. But before we talk to him, I'd like you to open up your inventory and we can talk a little bit about what you're gonna spend to get that cargo. Ooh. I'm assuming I need to be on my materials page because the inventory, even though I have 1,000 gold, might not really help me here. No, your gold will not help you. So if it looks like you're hovering over an item we call Glint, comes in a few different rarities. It was formerly known as the Monster Certificates, but we have rebranded them. All right, now that is a reveal. So those of you in the audience who remembers what Monster Certificates were, Glint is now the name of the Monster Certificate system. And Glint serves a very integral role in the economy within Ashes of Creation. It is a material substance that is acquired through various means, but primarily hunting different antagonists within the world. Mm-hmm. And it is the physical form of essence within the beasts of Vera. So when you acquire this, it is bound to your character. And that is a very important component of the economic systems here, because Glint will be used to pay for certain services such as taxation for buildings that you have or citizenship dues that are necessary. But within the context of today's demonstration, we will be talking about Glint as a currency to acquire commodities. And Bucky, talk to me a little bit about the importance of commodities. Yeah, so okay, also ne, ganz kurz zusammengefasst, sehr, sehr zentrale Währung. Du gehst halt in die Welt, killst da diverse Gegner. Also, es hat ja gesagt, es gibt verschiedene Quellen, aber eine ganz zentrale Quelle ist große, große böse Feinde, die du besiegst, quasi in so einem PvE-Rahmen in der Regel wahrscheinlich. Und dann bekommst du diese Währungen. Und diese Währungen sind für verschiedene Sachen, die du damit machen kannst, wichtig. Unter anderem um, jetzt muss ich noch mal eben kurz den genauen, da verlassen mich leider meine Englischkenntnisse, die genaue Bedeutung von Commodity. Ich glaube, irgendwie so Zutaten oder sowas, ne? Waren, genau, Waren. Rohstoffe, Waren. Also du kannst dann quasi diese Dinger, die du bekommen hast von Bossen oder von NPCs, wir sehen ja auch verschiedene Raritätsstufen. Normal, grün, blau, lila, irgendwas anderes, rot und legendär wahrscheinlich. Und die kannst du dann eintauschen gegen Waren. Und die Waren wiederum, das ist das, was wir jetzt sehen werden, die werden dann mit dem Karawan verschifft. Es ist, oder verschickt. Es ist ein bisschen die Frage, ob es auch eine Möglichkeit geben wird, so ein bisschen wie das bei ArcheAge der Fall war, dass du selber Waren irgendwie beschaffst und jetzt nicht eintauscht gegen diese Währungen, sondern eben selber anbaust oder so. Ich denke, hoffe mal. Aber das ist eben eine Möglichkeit, wie du über diese Währung quasi dann diese Karawanen ja, beladen kannst mit Waren und die dann eben verschickst.
So commodities, player commodities specifically, is one of the main ways players can make money, or gold in Vera. And different nodes will sell different commodities at different prices. So okay, wahrscheinlich ist so, du hast halt eine Node, du baust dann irgendwas an, stellst es hier rein und andere Leute können das kaufen und dann verschicken und daraus wiederum Profit machen, würde ich mal tippen, ne? Ist wahrscheinlich das System. Is by, you can either, you know, sell your glint directly to the commodity vendor and just make some quick money at the node, or the most profitable way to do it is to buy some player commodities and then transit them to other nodes where they're going to be sold for higher prices. Okay. Also ein sehr ähnliches System wie bei Arcage damals, wo verschiedene Routen, verschiedene Örtlichkeiten, verschiedene Preise quasi hervorgerufen haben, je nachdem, wie viel eine gewisse Ressource da zum Beispiel gehandelt wird. Es ist eben so, Spieler sind halt in dieser Node, können Dinge anbauen, können Dinge da zum Verkauf anbieten. Andere Spieler können diese Dinge kaufen mit dieser zentralen Währung, von der ich gerade geredet habe, und können dann wiederum diese Waren woanders hin transportieren mit den Karawanen, wo sie für Profit dann wiederum verkaufen können. Das ist das System. Sehr, sehr geil. Arcade-Spieler fühlen sich da sofort wieder abgeholt und ist natürlich etwas, was Ökonomie, Soziales und PvP, wenn es dann eben um diese, weil das Ganze ja überfallbar oder sowas wahrscheinlich sein wird, wenn es dann eben um diese Karawanen-Dinge geht, was diese drei Elemente quasi verbindet. Und das war ja das, was Arcade schon so groß gemacht hat. Diese Verzahnung von Elementen, die alle ineinander greifen und ein gutes, rundes Ökosystem sozusagen ergeben. Also, ne? Handel, Ökonomie, also Wirtschaft, Anbau, / Housing und dann eben die Aktivität des Transportierens mit gegebenenfalls Gameplay. Das ist ein sehr, sehr geiles System und ich glaube, wie gesagt, gerade Leute, die damals gerne Trade Runs in Arcage gemacht haben oder Waren irgendwie als Piraten auf dem Meer abgefischt haben und so, die werden sich da, glaube ich, sehr, sehr, sehr angesprochen fühlen. Side effect is that you have increased risk in doing so. Very cool. So, Glint allows us direct access to acquire these commodities that service the risk versus reward philosophy of transiting goods around the world. Because the caravan system, which carries, and I'm going to go to the cargo section, these commodities available at this particular node. Let's see if I can purchase this. Okay, I see it cost a rather good amount of glint on that one. Grab some of the Everburn Scented, a case of Kalar, wooden soldiers. Those are toys, I assume. That's cool. And some aged Aelin whiskey barrel. Nochmal eben ganz kurz, sorry, aber ich habe wirklich viel, was mir da einfällt bei dem System. Nochmal ganz kurz zwei Gedanken. Erstens, was mir sehr, sehr gut gefällt an dem System, ist, dass halt verschiedene Spielertypen davon abgeholt werden. Also du hast einerseits vielleicht die Leute, die wirklich keine Lust haben auf jetzt irgendwelche Open-World-PvP-Sessions, aber halt ein bisschen Kohle machen wollen und dann eben diese ganzen Sachen einfach anbauen, anbieten und darüber dann eben Geld machen. Und so eher so dieses Farmer-Leben leben. So diese Art von Spielertyp gibt's ja durchaus sehr in sehr vielen Sandbox-MMOs, generell in sehr vielen MMOs. Wir haben das bei New World, wir haben das auch bei Spielen wie Albion oder so. Dass nicht jeder, der diese Art von Sandbox-Spiel mag, auch für das PvP da drin ist, sondern manche Leute wirklich auch einfach für Housing, Farming, Ökonomie. Ich meine, es gibt Leute in WoW, die machen nichts anderes als Auktionshaus. So, diese Spielertypen existieren und die haben darüber eben die perfekte Möglichkeit, einfach Kohle zu machen, indem sie Dinge anbauen und dann eben hier reinstellen und quasi verkaufen. Und wiederum Leute, die eben, ne, er hat ja gerade das magische Wort Risk-Reward oder die Wörter benutzt, das heißt Leute, die sagen, ey, ich bin up to an adventure, also ich habe Lust auf ein Abenteuer, das auch gerne mal ein bisschen risky sein darf, aber wenn ich es erfolgreich schaffe, dann mache ich auch den dicken Profit. Die kaufen das und dann schaffen sie es entweder, die zu transportieren oder eben nicht. Und damit geht dann eben der Profit einher. Super, super cooles System, das war das erste, also weil es eben verschiedene Spielertypen anspricht und abholt und Beschäftigung innerhalb ein und desselben Systems, das ist das Wichtige, weil die spielen nicht aneinander vorbei. Also MMORPGs haben ja gerne mal so eine Situation, dass du einen PvE-Teil und einen PvP-Teil hast und beide fühlen sich extrem separiert an. So im Sinne von, die haben im Grunde sind zwei Welten, die kaum was miteinander zu tun haben. Die PvPler machen ihr Ding, die PvEler machen ihr Ding und die begegnen sich eigentlich kaum. Und was ich an diesem System so geil finde, ist, dass es ein zusammenhängendes Ökosystem quasi ist, wo jeder quasi auf seine Art und Weise, wie er spielen will, ein Teil dieses ein Zahnrad quasi in diesem Getriebe ist. Und es sich eben nicht wie so ein separates Ding anfühlt, sondern alle sitzen im selben Boot, sind Teil desselben Prozesses, nur unterschiedliche Leute übernehmen unterschiedliche Aufgaben, je nachdem, worauf sie halt Bock haben. Das war das, was ich bei Arcade schon so gefeiert habe, wobei du da sehr viel alleine gemacht hast.
Aber wie gesagt, das ist auch was mir hier sehr gut gefällt. Problematisch wird's für Streamer, weil wenn du das, kann man sich ja vorstellen, so wenn du jetzt sagst, ey, ich bin Streamer, ich streame jetzt mal irgendwie, wie ich mir Waren kaufe und die dann von A nach B transportiere, ja, dann good luck, have fun, so. Also, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die meisten Streamer so ein Kram eher offstream machen und dann onstream, keine Ahnung, PvE-Gedöns oder so. Ich glaube, das wird relativ schwierig als Streamer. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich mag halt, dass es ein zusammenhängendes System ist, so, wo PvE-Spieler und PvP-Spieler quasi Teil desselben Prozesses sind, nur in unterschiedlichen Phasen dieses Prozesses. Finde ich geil. Are these like G.I. Joes, like Kalar versions of the G.I. Joes? They are, in fact. That is super cool. Okay. So I have acquired a number of these commodities that are unique to this particular biome and or node. And now I have an option, Chris. I can either sell the commodities back to a vendor in exchange for gold, or I can load them up and take them elsewhere. Why would I want to do that? Yeah, so you... As you mentioned, you can sell it back for around the cost you bought them for in terms of the glint to gold conversion, but you could be putting them in a caravan and taking them to another node, because that will increase the value based on the node you take it to, how far away that node is, and how many of that commodity has been sold at that node over the last 7 days. Got it. Now, what types of exchange are possible, ratio-wise, for taking this amount of cargo? Right now, I can get 150, it looks like, gold and 50 silver on this salt-cured meat shipment. What type of multiple can I get if I take it to another node? Also, again, that's going to vary based on turn-in rates at that node. But we're probably looking at the node we're taking it to being around 8 gold for that. Wow, that's okay. Huge. And that node is only actually the closest one to here. Is that correct? Right? Now, that is correct. Now, ich bin ganz ehrlich, ne? Also das ganze Node und Karawansystem ist super geil, aber ich bin auch legit einfach nur heiß auf ein bisschen Archer Gameplay. Please, ich habe so lange den Archer nicht mehr gesehen. Die Abilities sehen so cool aus. Das hier scheint eine Trap zu sein und das hier ist so eine Art Self-Heal oder so. Sieht ein bisschen aus wie so ein Blatt und das könnte so ein Pfeilregen oder so. Ich will unbedingt Archer-Gameplay sehen. Das sah so geil aus beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber der Archer, der hatte teilweise so Sprünge, wo man irgendwie das Gefühl hat, der kann sich quasi 10 Meter in die Luft katapultieren und dann von da aus schießen und so. Sah richtig geil aus. Ich bin echt ein bisschen heiß auf mehr Archer-Gameplay. Ich hoffe, dass das hier dann präsentiert wird, wenn Steven selber schon den Archer spielt. Typically, at launch, we're obviously going to have to balance these numbers a lot more as the world keeps getting bigger. Yes. Oh, well, Gott, die Note sieht so schön aus. Thank you for that cue. Ich weiß nicht, ob ihr das neue Arc Survival Ascended, oder wie es heißt, mal gesehen habt. Aber ne, da sieht man ja, wozu Unreal Engine 5 in der Lage ist, auch wenn Arc relativ beschissen läuft. Aber gibt so ein paar Tricks, da kriegt man eine bessere Performance draus. Aber ne, es geht ja darum, so, das ist eine neue Generation von Grafik halt, die mit der Unreal Engine 5 kommt. Und das alleine, finde ich, macht so unglaublich Laune, zu sehen, dass ein MMORPG so aussehen kann. Es ist wunderschön, wirklich. Gerade die Notes, finde ich, zeigen das sehr, sehr herrlich. In this live stream is that everything you see today is a work in progress towards our Alpha 2 testing environment, which means that the art gets better. Particularly as it relates to our UI and our visual effects. So keep everything you're seeing with a grain of salt. Ich finde ehrlich gesagt auch, dass dieses meiste gar kein, also ne, er sagt ja gerade, ist alles noch Work in Progress und viele Dinge werden sich noch verändern, auch visuell. Ich finde ehrlich gesagt, die Welt sieht schon eigentlich fast perfekt aus. Das Einzige, wo ich ihm recht gebe, ist das Interface. Und das Interface, das sind halt Platzhalter. Das hier sind Platzhalter, das hier sind Platzhalter, das hier sind Platzhalter. Ja, und die sehen auch wirklich noch nicht gut aus, aber der Rest, ey, der kann gerne so bleiben. Ich bin da schon relativ happy mit. You can take a look at streams from many, many ages ago and see the difference between today and then. All right, so I have arrived at a building that you guys did see during our nodes demonstration. This is the Caravansary, which is also a default building in addition to the Hunting Lodge. Is that correct, Chris? It is, in fact, and this is where you're going to do all your caravanning. Ooh, exciting.
Das Thema hatten wir beim vorletzten Developer-Update oder Developer-Livestream. Es gibt, jede Node hat quasi Default-Buildings und unique Buildings. Also wenn du eine Node hast, also quasi ein großes Siedlungsgebiet, dann gibt's Gebäude, die sind standardmäßig da. Die hat jede Node, weil die einfach zum, ja, Basisrepertoire gehören. Und diese Karawanen-Station, von der eben jede Karawane, die ihr sehen werdet in der Welt oder die ihr selber losschicken werdet, losgeht, die hat jede Node, ne, weil die einfach, die gehört einfach dazu. Also, es würde keinen Sinn machen, wenn es Nodes gäbe ohne Karawanen-Station. Das heißt, die ist Standard. Es gibt natürlich Gebäude, die nicht Standard sind, sondern die Node quasi baut. Und welche, das hängt wiederum damit zusammen, ne, welche Policies und welche Entscheidungen und so weiter von den entsprechenden Spielern mit den Rängen und so weiter getroffen werden. Das war ja alles Inhalt von dem vorletzten Developer-Update, glaube ich, war es. Aber das, wie gesagt, ist so ein Standardding. Also jede Node wird einen Karawanen-Spot quasi bereithalten, weil, ja, es macht einfach Sinn. Also, ne, warum sollten manche Nodes wirtschaftlich isoliert sein quasi vom Rest? Das ist klar. Exciting. Exciting. Okay, now, I don't have a caravan, obviously, because I mean, I'm just a lowly ranger out in the wilds trying to find my way in life. Well, so, this gentleman, the caravan master, can help you acquire one. The caravan master. Bin mal gespannt, ob eine Karawane zu bekommen so schwierig wird wie bei Arcage. Weil bei Arcage, bis du da dein Farmcard hattest, brauchtest du ja so einen Holzscheit, wo der Blitz eingeschlagen ist. Und die Dinger waren ziemlich teuer. Also es hat ein bisschen gedauert. Bin mal gespannt, ob das hier ein bisschen günstiger wird. Okay, all right, he has some thing here. I see my storage. Let me go to my materials section. I have some cargo available, but I do not see, it says no caravans currently available for me. That's sad. Yep, so at the top left there, you're going to be able to purchase a caravan. Okay, so here I see it says purchase, and I'm assuming this means that I can not only purchase the caravan, but also the stall within which the caravan resides? Yep, so purchasing a caravan will unlock that stall as well and put a default caravan in it. All right. Okay, 2 Gold klingt nicht allzu teuer. Ah. Glaube, das kann man sich leisten. We have our caravan, it looks like, with a number of considerable and formidable stats, I might add. Speed mods. Available. Turn rate. But these stats could be improved, could they not, Bucky? Yeah, so Alter, welche Stats so ein Karawan hat? Holy shit. Road Speed Bonus, Unity Slots, Kapazitäten, Off-Road Usability, glaube ich, soll das heißen, oder? Ne, Durability Mod. Alter Schwede, krass. Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Stats für deinen Karawan. Holy moly. Caravans have these items within them called components, and those kind of act like the gear on the caravan, so they can modify their stats. Das heißt, du kannst zum Beispiel dein Pferd austauschen, damit dein Karawan bessere Überlebenschancen hat, sozusagen, oder die Räder oder was weiß ich. Passive and krass. Even active abilities, so you can, if you upgrade your components, you can get powerful caravans. Das ist ein tiefes System. And just looking at this basic caravan, it only has a capacity for 1x2 cargo. That's relatively unfortunate. Ja, das ist sehr ärgerlich, weil er hat hier alleine 4 von diesen 4x4 Dingern oder 2x2 Dingern besser gesagt. Ah, er würde nicht so viel mitkriegen, sei denn er kauft sich jetzt ein besseres. Seems like a lot for my time. But I assume if I were to perhaps equip this carriage in its place, nope, that didn't do anything. Let's try the reinforced chassis. Let's take a look at that, buddy. Oh, yeah. Oh, oh my goodness. This thing can now take quite a also auch wieder ein ähnliches System wie bei Arcage. Ne, da hatten wir eben diese Standard-Farmkarte, womit du dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele 3 oder so Pakete tragen konntest. Und da gab es dann immer bessere Versionen. Ne? Und ein ähnliches Prinzip ist es hier. Du startest halt mit einem kleinen. Bei Arcage hast du sogar mit einem Esel angefangen und musstest dann mit dem Esel erstmal Trade Runs machen, damit du dir das erste Farmcard leisten konntest. Hier startest du quasi mit der kleinsten Version von dem Karawan und arbeitest es dich halt hoch, wirst immer reicher im besten Fall und kannst dann dadurch eben das upgraden und immer effizienter werden. Auch wieder ein Progress-System, was wir aus einem der großen Vorbilder für Ashes, nämlich Arcage, genauso kannten. Kapazitäten werden größer. Beast of Burden and the Plate of Armor, ist ein schönes System, ich mag das. Which I assume are doing some amazing things down here in the caravan stats section. Yeah, the Beast of Burden primarily affects speed. Armor will make you more survivable and shoot you in counter combat.
And then, yeah, like you were looking at just now, the chassis and body kind of provide some of the core stats, like the health and also the storage capacity. Aber das scheint das Maximum zu sein. Also sie haben ihm ja jetzt wahrscheinlich alles gegeben, was halt das Beste ist. Wir sehen auch immer hier diese rote Rarität. Sorry übrigens, Chat, ne, dafür, dass ich jetzt wenig reingucke. Ganze kommt ja auch auf YouTube. Wir können nachher noch mal ein bisschen darüber quatschen, über das, was wir gesehen haben. Es scheint tatsächlich dieses, wie viele sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich. Also 12 Slots insgesamt scheint das Maximum zu sein. Aber wenn mehr möglich wäre, hätten sie es ihm wahrscheinlich gegeben. Very cool. That's awesome. Könnt ihr jetzt noch so einen blauen oder zwei grüne da reinpacken und dann war's das. Salt-cured meats, because I assume that we're going to be successful. We will. Delivery. Okay, very good. We're powerful. We are very powerful. All right. Let me go ahead now. Do I click launch, Chris? Correct. You're gonna hit launch. Gott, also ganz ehrlich, worauf ich mich am meisten freue, wenn es um dieses System geht in Ashes of Creation, ist dieses Bauchkribbelgefühl. Was ich damals hatte, als ich bei Arcage wusste, ey, ich habe jetzt hier wirklich wertvolle Trade-Pakete, richtig viele auch, die ich entweder solo oder dann später auch irgendwie mit einer Gilde oder sowas, wo ich mich angeschlossen habe, dann zum Beispiel über das Meer bringen für dicken Profit. Und dieses Bauchkribbelgefühl, bitte, 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 lass alles gut gehen, ich brauche dieses fucking Geld. Ich habe da jetzt irgendwie eine Woche für gefarmt oder so, ich brauche diesen Profit. Diese Form von Bauchkribbelgefühl ist phänomenal. Diese Form von Risk-Reward ist absolut großartig. Das ist so der Ansatz quasi, wie ich finde, wo Sandbox-MMOs am meisten glänzen und ein Gefühl kreieren für den Spieler, das wirklich auch einzigartig für diese Art von MMO ist. Und ich, so wie ich, wenn ich jetzt gerade sehe, wie er das hier halt zusammenpackt und sich überlegt, so ich will das verkaufen, weil das wird wahrscheinlich gut Profit abwerfen, dann nehmen wir noch die und dann mache ich den jetzt fertig und dann geht's gleich los. So dieses Gefühl der Anspannung und der Vorfreude, aber auch der Nervosität, so weil du gerade wertvolle Güter transportierst und hoffst, dass alles gut geht, das ist schon geil. Und da gab's lange kein MMO mehr, dass diese Art von, außer jetzt vielleicht Albion, aber Albion ist nochmal ein Sonderfall und funktioniert doch ein bisschen anders, was so diese Art von Gefühl halt ausgelöst hat. Bin ich ein sehr, 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 sehr großer Fan von. Get an item in your inventory. Ich sehe sehr viel Silk Road. Silk Road habe ich leider nicht gespielt, aber das ging in eine ähnliche Richtung, ne? Tori, once you click launch. Oh yeah, I'll launch a caravan too with you guys. Oh, okay, very cool, very cool. You got a busted caravan or you got a good one? It's, it's pretty standard, but, you know, it'll get me there. Oh, okay, very nice, all right. I see that I have a caravan event. Oh, and it's telling me to find a location to summon the caravan. So this caravan event starts even prior to me finding the location for my caravan because you got to organize your event, you know, and you also want to find a safe spot to launch your caravan. Ah, okay, ich dachte ehrlich gesagt, das Ding fährt jetzt aus dem Schuppen raus. Aber er scheint es zu spawnen wie damals bei Arcade. Da hat sich dann quasi so ein türkises Portal geöffnet und dann kam aus so einer sphärischen Dimension kam dann plötzlich dein Farmcard. Genauso wie mit deinen anderen Vehikeln ja auch. Das scheint hier ein bisschen so zu sein. Finde ich eigentlich schade. Ich fände es geiler so, wenn das Ding halt spawnen würde in diesem, vielleicht kommt das auch später noch, in dieser Station quasi und dann fährst du da raus und na, so ein bisschen wie als wenn du aus so einem Fuhrpark rausfährst. Fände ich persönlich geiler. Now we can go out here in the world. I assume within some level of proximity to the node. Okay, I see that. You can see the radius here by the in-game radius. Okay, very cool. That's cool. We've got a little slate wolf over here. Let's take care of him first. Ooh, we're King Archer gameplay. Let's fucking go. Okay, waren jetzt nur Autotext, glaube ich, aber oder ein so ein Standardangriff. Da hab ich so Bock drauf. Rum experimentieren mit den Spielstilen. Item. And when you right click it, you're gonna be in deployable mode for you to be able to place that it's a representation that you're summoning the caravan so that people around you know that you are launching a caravan. Okay. Very cool. All right, so then it's important for me to find a place. Das dauert also, ja, okay, dann macht es Sinn, dass es eben nicht in dieser Station, in diesem Fuhrpark quasi geschieht, sondern in der Welt. Ich weiß nicht, kann da jetzt schon was passieren, während es gespawnt wird? Können da jetzt schon Halodris ankommen und da irgendwie jetzt kriegen oder so? Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, solange du in deinem eigenen, oder? I don't know.
so as not to attract any unwanting eyes. Doch, offenbar schon, ne? Sonst würde auch das ganze System keinen Sinn machen. Also du musst sie wirklich quasi erstmal innerhalb dieser Node, also wir haben ja gerade diesen Radius gesehen, wo es dann endet, innerhalb dieser Node musst du dir quasi einen Safe-Spot suchen, wo du hoffst, dass alleine dieser Sum-Prozess schon durchgeht, offenbar. Yeah, exactly. It was smart of us to get away from the node a little bit, in case any other players would have seen our expedition. Yes, good call, well done. All right, you're summoning yours too over here. How come your caravan isn't like... Auch mit dieser Flagge da dran. Ich weiß nicht, was zeigt diese Flagge? Ist es irgendwie eine Gildenzugehörigkeit oder so? Das wäre auch so cool. Wenn du irgendwie an der Flagge schon erkennen könntest, so wem quasi gerade jetzt dieses Karawan-Ding da gehört. Yes, it could be, but it might not be. might be the default caravan. Bucky, if you just needed some components, I could have given them to you. No, this one's gonna work good. Die Welt sieht so geil aus. Wie das Licht hier durch die Bäume fällt und so und die Gräser. Aber es sieht so gut aus. Diese Unreal Engine 5 wird so unfassbar krass, wenn die ersten MMORPGs in dieser Engine da sind. Meine Güte, ey. Da habe ich wirklich Lust drauf. Bucky, are you a programmer? Yes, I in fact am a programmer. Very nice. So this is taking a good amount of time. Mine's only about 50% completed. Right now, this takes, by default, about 2 minutes. The amount of time it takes can be augmented by how players choose to upgrade the caravansary. Okay. But this is taking an amount of time so that people can start to scout for caravans that might be popping up. Very nice. Now, another very important aspect of that time that it's taking is that the time is relative to the distance that the summoning is occurring. Even out in the world, let's say you find some loot that is in the form of cargo and you want to haul that back somewhere, you can use an action to summon your caravan from the closest node to that location, and you will spawn this similar summoning function, and the time to travel to you will be predicated on the distance to the node, the components of the caravan, and any other potential benefits or buffs that are denoted by special building construction, relics or policies. Zack, das spawns rein. Exactly. Also ne, die Art und Weise, wie lange das... Also das ist ja ein ganz wichtiger Prozess, weil wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt dann bestimmt garantiert Leute, die scouten quasi gewisse Areale und gucken, wo spawnen Leute Karawanen, damit wir die überfallen können. Und die Geschwindigkeit, in der quasi so ein... Weil du musst es ja bewachen in der Zeit so und ne, bist halt auch logischerweise verwurzelt an dem Ort. Kannst ja jetzt nicht einfach fliehen oder irgendwie manövrieren oder so. Und die Zeit, die es dauert, bis das Ding spawnt, hängt halt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel eben der Entfernung zu der Node zu der nächsten oder auch wie ausgebaut jetzt die Karawanenstation ist und so weiter und so weiter. Auch da also wieder ein paar Parameter, die dafür relevant sind. Auch wieder ein relativ tiefes System. Okay. And it's also worth keeping in mind, you can only summon out in the wild if it's an empty caravan. Very nice, yes. Look at mine and look at yours, Bucky. Boah, wie cool das aussieht, wenn ich mir überlege, wie scheiße das aussah, sorry, wenn du in ArcGage dein blödes Farmcard gefahren bist und wie nice es jetzt mit Pferden, die da dran gekarrt sind und den Zügeln, die du in der Hand hältst. Meine Güte, ey, wie weit sind wir gekommen im Sandbox-MMO-Bereich, holy moly. It's the same caravan. They both are schon cool. Show us the difference between these two pictures. They're the same picture. Oh my god. Sieht schon ein bisschen besser aus. This is a great looking caravan. Aww. Auch hier, ne, das ist ja hier so ein ausgebautes und dann hast du siehst halt die visuelle Veränderung. Also du hast dann hier so Spitzen da dran und so, diese Nägel quasi, um Feinde abzuwehren. Das Ganze ist so ein bisschen gepanzerter und so. Meine Güte, ey, das sieht schon wirklich gut aus. Da kannst du schon quasi ablesen. Ich meine, der einzige Unterschied bei ArcGage war, dass du ein paar mehr von den Kästen hattest, weil du mehr Trade Runs da unterbekommen hast, mehr oder weniger. Ansonsten gab es keine krassen Veränderungen. Alleine hier zwischen dem Default und zwischen dem Modell quasi, da sieht man schon, okay, das ist ein ausgebautes. Und das kannst du dann ja so ein bisschen vielleicht auch abschätzen, wenn du die überfällst. Dass du dann sagst, ey, das ist ein Basic Farm Card, easy peasy, da kriege ich jetzt ein bisschen schnelles Geld. Und wenn du so ein Ding siehst, dann denkst du vielleicht, okay, da ist vielleicht jemand, der hat mehr Geld, der hat vielleicht auch ein bisschen mehr Gear oder so, ne, der ist vielleicht auch ein bisschen organisierter möglicherweise, da lasse ich dann vielleicht doch die Finger von. Neben der Tatsache, dass es einfach fucking gut aussieht. Das ist ja auch nochmal eine Ebene, die da quasi eine Rolle spielt. Amazing. Mine's like a tank. And this is the default Kalar caravan, is that correct?
Oh no, I believe this is the tier 2 or a tier 5, I think, actually, for these yes, ones. Yes, yes. So yeah, da ist schon großer Unterschied zwischen den beiden. And there are obviously a different number of skins that you can acquire in the game and or cosmetics that have been purchased that will be different looking caravans, but it's fast ein bisschen schade. Sie sagen ja gerade, ne, es gibt auch noch Skins. Das finde ich schade, weil Skins verfälschen das natürlich. So, wenn du ablesen kannst anhand des Äußeren, wie weit ausgebaut das jetzt ist, dann ist es halt ein unglaublich geiles strategisches oder taktisches Element auch. Ich finde es schade, wenn du jetzt so einen Skin hast und dann sieht halt so ein eigentlich, sagen wir mal, T2-Karawan aus wie ein T5, einfach nur, weil der Skin geil aussieht. Das verfälscht dann diesen Prozess wieder. Also das ist dann so, da finde ich es ein bisschen schade fast, dass da die Cosmetics quasi da sind. So ein bisschen ähnlich wie damals bei New World, als die Skins eingeführt wurden, also die Skins, die man dann im Shop kaufen konnte, weil du vorher die Situation hattest, dass du den Leuten anhand der Kleidung ablesen konntest, quasi ob sie Light Armor, Medium oder Heavy sind. Und auch das dann halt vorbei ist, sobald Skins drin sind. Also ist immer so eine taktische Komponente, die dann wegfällt, aber ist nur eine Kleinigkeit. Bubsi, vielen, vielen Dank für die 3, by the way. Ganz, ganz lieben Dank. But if you don't have skins applied, this is the version of Tier 1 and Tier 2 that you will see in the game by default. That looks great. I mean, this is amazing. Talk to me, Hal, a little bit about what it took to construct these caravans, to build them. I mean, is this a highly componentized system? Yeah, that is correct. Hm. Wir haben offenbar auch diese drei Abilities, gehören offenbar zu der Karawane. So ein bisschen wie das auch bei, es tut mir leid, dass ich immer wieder auf Arcade zu sprechen konnte, aber es ist halt das große Sandbox-MMO, das erstens ich sehr viel gespielt habe und zweitens auch Steven sehr viel gespielt hat und wovon halt auch super, super viel in Ashes gelandet ist. Deshalb verzeiht es mir bitte, dass ich immer wieder von Arcage anfange. Aber du hast hier ein relativ ähnliches System wie auch bei Arcage, das Vehikel quasi eigene Abilities mitbringen und du die quasi dann unlockst, sobald du das Vehikel eben dann fährst. Ne? Egal, ob das jetzt hier so ein Karawanending oder was anderes ist. Bin mal sehr gespannt, was diese drei Dinger hier machen. Ich hoffe, er erklärt es gleich. Und vielen, vielen Dank auch an Drakios für die 11. Ganz, ganz lieben Dank. You actually have a couple different components, like you saw in the caravan screen before, and each of those are things that can visually be upgraded kind of as their own. Boah, wie cool auch die Kämpfe in der Welt hinten aussehen. Und jetzt stell mal vor, ich weiß nicht, wie das Sichtfeld ist, aber wenn jetzt hier Leute kämpfen und du siehst auch das, ich hoffe, sie haben ein richtig gutes Sichtfeld. Alleine das mit so viel Atmosphäre und so eine coole Wahrnehmung der Welt und der Atmosphäre schaffen. To have like only nicer wheels or like only a nice chassis, and that's going to be visually represented so players can kind of like see what potential buffs you might have. For example, you can see Stevens has all that tank looking armor. That's going to be able to kind of let people just like looking from the outside. Und dann stellt euch das vor und dann aber nicht mit zwei Leuten, sondern mit 20 oder 30. Eine Gilde, die mir dann mit einer riesigen Gruppe von 30 Leuten, jeder sein Karawan, wir protecten das. Und dann noch irgendwie 20 Leute mit Karawanen und dann irgendwie 50 Leute drumherum, die das Ganze beschützen. Und dann wiederum eine Gilde, die irgendwie aus Halodris, die nur irgendwie Kopfgeldjäger sind quasi oder Räuber. Und die dann wiederum mit 50 Leuten da reingehen und was für Schlachten das kreieren kann. Was für Schlachten das kreieren kann. Das ist dann wie EVE Online, nur dass es halt nicht irgendwelche Icons im Weltraum sind, sondern halt dynamische Third-Person-Mittelalter-Schlachten. Ah, schon sehr geil. Also, ne, das sind jetzt nur so zwei, aber stellt euch das mal mit 20 vor. Das ist so ein richtiger Karawan im wahrsten Sinne des Wortes, mit super vielen involvierten Spielern und Karawanen und Pferden und. Also, das hat so viel Potenzial. Maybe attackers, not that we support stealing caravans, but no, of course if I did want to do that, you know, I could see that maybe I would want to go for wie das alleine Steven's aussehen caravan. Würde. Yes, allein right. Schon rein optisch. Everyone out in the biked armor. Maybe I would go for not Steven's caravan. Yeah. Every caravan now in Ashes is going to be named not Steven's caravan. Oh no. Well, then they would go after not Steven's caravan. No, you don't want to name it not Steven. Yeah. Don't do that. Oh man, I should have got the 2-horse edition, dude. I'm going so slow. Literally half the horsepower. You do have half the horsepower. Why are you moving so slowly back there? Well, my beast of burden isn't as upgraded as yours, so I don't have as high of a boost stat as you do. Das Sounddesign auch. Wie cool das gerade klang, als er hier, da muss ich mal ganz, ganz kurz zurückspielen, sorry, aber das Sounddesign, als er angefangen hat zu casten direkt neben ihm, das war schon richtig gut.
Frag mich übrigens, ob es hier sowas geben wird, wie was bei Arcade Biodiesel war. Also etwas, womit du deinen Pferden so ein bisschen kleinen Speedboost geben kannst. Achtet mal auf den Sounddesign. Well, my Beast of Burden isn't as upgraded as yours, so I don't have as high of a boost speed stat as you do. Wie krass man das hört, wenn er so nah an ihm dran ist und wie cool das klingt. Once we get to this road, though, we're just gonna get a road buff, which will boost both of our movement speeds. Ah, very cool. Okay, so being on a road versus off-road is more beneficial. Ja, macht Sinn und hat wieder ganz, ganz viele Ebenen, die da getriggert werden. Also erstens, ne, wir hatten es ja gerade schon bei der Übersicht der Stats von einem Caravan. Es gibt unterschiedliche Stats für Off-Road und für On-Road. Offroad-Geschwindigkeit oder Offroad-Durability oder irgendwie sowas war ja, glaube ich, ein Stat. Und natürlich ist das auch wieder eine taktische Entscheidung. Gehe ich jetzt auf der Straße, um schneller zu sein, aber habe dafür wahrscheinlich eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit, um entdeckt zu werden. Das machen dann sicherlich eher so die Karawanen, die sehr confident sind. Also wenn du mit einer großen Gruppe, ich hatte ja gerade das Beispiel von irgendwie einer Gilde, wo 20 Leute einen Karawan haben und 30 Leute vielleicht noch dabei sind, die beschützen oder so. Wenn du so eine Gruppe bist, dann sagst du vielleicht, ey, es gibt vielleicht zwei Gilden auf dem Server, die uns jetzt gefährlich werden können oder so. Wir gehen auf die Straße, weil dann geht das Ganze schneller. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand kommt und Probleme macht, ist eh gering, also gehen wir auf die Straße. Wenn du jetzt solo bist oder Duo mit einem Kumpel und ihr habt jetzt nicht den Backup quasi von einer großen Gilde, dann sagt ihr sehr wahrscheinlich, nee, ich gehe nicht auf die Straße. Ich nehme in Kauf, dass ich langsamer bin und schleiche mich durch die Bäume quasi mit meinem Karawan. Also auch wieder eine Entscheidung, die man selber trifft und die wiederum abhängig ist von diversen Rahmenbedingungen, die du eben hast oder nicht. Finde ich cool. Es spielt eben auch eine große Rolle, wenn es eben um dieses System geht. Und um Entscheidungen, die man trifft in diesem Rahmen. Are not necessarily made for offering. Ich würde, wenn ich eine große Gilde wäre, ich würde drauf scheißen. Wenn ich eine große Gilde wäre, würde ich sagen, Leute, wir nehmen die Straße. Wer will denn was machen? Wenn ich aber solo spiele, abends um 3 Uhr noch und ich denke mir, ja, ich muss jetzt eigentlich schlafen gehen, aber ich will noch diese eigene Karawane und ich weiß aber, ich bin alleine und irgendwie ist keiner on oder so, der mir helfen kann. So, dann schleiche ich mich aber ganz, ganz dreckig da hinten an den Felsen vorbei. So. Für jede Situation gibt es die passende Herangehensweise. We have different variants of each of the components. With the wheels, for example, would have variants that will excel perhaps at off-road over on-road and vice versa. And so, right now we have caravans that are set up more for the on-road. Wobei ich sagen muss, die Geschwindigkeit ist schon sehr langsam, auch auf einer Straße. Okay, also jetzt werden sie ein bisschen schneller. Risk running into other players or monsters that are blocking the road. Oh wow, I see. I have the road buff now. Where are you, Bucky? Ja, ist ein großer Unterschied. Should I wait for you? Yes. Very well. This is a caravan of caravans, right? We're a team here. Oh, okay, caravan of caravans. Definitely. I like that. All right, here we go. We need Bucky as a decoy, you know. Yeah. There we go. I see the importance. I mean, the caravan system is somewhat treacherous. I mean, you should take caution with this. I mean, I feel very susceptible. Yeah. Well, we got our group of defenders with us. At least we're not running completely solo. That's true. Ja, du wirst, ja, es wird Leute, something. Das wird aber auch das Soziale wieder so hart pushen, weil du wirst einfach, gerade bei den wirklich wertvollen Gütern, du wirst Leute brauchen, die das Ganze beschützen, safe. Und du wirst dich innerhalb von einer Gilde, wirst du dich absprechen müssen, so heute bist du mal dran mit Protecten und ich krieg die Ware durch und morgen darfst du dann die Ware transportieren und ich bin dran mit Protecten, also quasi so nach diesem Motto. Du musst dich halt absprechen, du musst kommunizieren, wenn du in einer großen Gilde halt solche großen Sachen machen möchtest, wenn du solo bist, nochmal was anderes. Wenn du dich da durch die Bäume schleifst, durch Dickicht sozusagen kriechst fast mit deinem Karawan, da brauchst du jetzt vielleicht auch keinen, der dich beschützt so. Aber gerade wenn du diese größeren Dinge in einer größeren Gemeinschaft machst, da wird es eine Rollenverteilung geben. Da werden Leute sich absprechen müssen, permanent kommunizieren müssen, sich organisieren müssen, gucken, wer macht was, wer ist wann dran und so. Das heißt, alleine aufgrund dieses Systems ergeben sich diverse soziale Notwendigkeiten und Interaktionen und ja, Dinge, die man auch mit dem MMO-Genre, finde ich, mitunter zumindest assoziieren würde und die gerade bei einem Sandbox-MMO stark sein sollten. Oh, das würde hier komplett der Fall sein. Saugeil. Ich liebe das, so wenn du überlegen musst, na, heute bin ich dran, morgen darfst du und der andere beschützt dann immer. Heute brauchen wir 20 Verteidiger und irgendwie 10 Leute, die fahren dürfen. So that's really one of the things that we spend a lot of time talking about for this system. Absolutely. And perhaps I assume. Und vielleicht können wir da noch mal eben kurz über das Thema reden, weil das ja so eine durchaus auch berechtigte Sorge war im Vorfeld. Wie wird es sein, werden hier große Gilden alles dominieren?
Und die Antwort ist natürlich ja. Große Gilden werden sehr viel dominieren. Die Frage ist aber, können kleine Spieler, vielleicht sogar Solo-Spieler, nicht trotzdem irgendwie Progress machen, eine geile Zeit haben, irgendwie partizipieren an Sachen? Ich glaube schon. Aber wie gesagt, natürlich bist du erstens unauffälliger, wenn du alleine unterwegs bist. Natürlich, wenn du die Extrameile gehst und du schlägst dich durch die Bäume, natürlich ist dann wahrscheinlich die Gefahr, entdeckt zu werden, auch geringer. Das heißt, du kannst solo was machen. Oder du sagst sogar, ey, scheiß drauf, ich mach das gar nicht. Oder ne, guck irgendwie nur mal, dass ich vielleicht jemand anderen, der solo spielt, überfall. Sondern mach meine Kohle eben primär damit, dass ich halt diese Dinge anbaue, diese Güter, die man dann wiederum eben bei diesem Händler verkauft, wo dann die Leute, die fahren, die Waren wiederum dann eben einkaufen. Also da gibt's schon durchaus Möglichkeiten, wie du selbst als Solo-Spieler oder sogar Casual-Spieler irgendwie ein Teil des Ganzen sein kannst. Natürlich nicht so intensiv, natürlich nicht so profitabel, natürlich nicht so eingebunden und so stark wie jetzt jemand, der no-lifed und in einer großen Gilde ist, das ist klar. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du quasi nichts vom Spiel hast, wenn du Solo bist oder Casual bist, nur mal irgendwie abends eine Stunde spielst. Ich glaube, selbst dann kannst du eine coole Zeit in Ashes haben. Nur eben im Rahmen dessen, was du halt auch dem Spiel gibst, sozusagen. Also, ne, so sind ja Sandbox-MMOs nun mal aufgebaut. Und ich finde das okay. Ich mag das, wenn Spiele aber eben einen Raum geben, auch für Leute, die Solo-Spieler sind oder so. Oder primär eben alleine spielen, weniger spielen. Ich glaube nicht, dass Ashes dann ein MMO ist, wo du nichts mit anfangen kannst. Also, man weiß es noch nicht hundertprozentig. Und wie gesagt, natürlich haben die organisierten großen Gilden da wesentlich größere Stücke vom Kuchen. Aber ich glaube ganz ehrlich, auch Leute, die Solo spielen, können hier auf ihre Kosten kommen. Indem sie crazy Solo-Runs machen oder einfach sich aufs Anbauen spezialisieren, dadurch die Kohle machen. Dann, keine Ahnung, eine Weltbosse mitmachen oder mal bei PvP schlachten oder versuchen, andere Solo-Spieler abzufischen. Ich glaube schon, dass es irgendwie gehen wird. Back here, Chris, that in regards to the design of the component system. Und das würde auch dem Spiel massiv helfen, by the way. Weil wenn das jetzt ein Spiel wird, wo du nur die ganz, ganz großen Gilden hast und ansonsten gibt's für die anderen gibt's nichts Sinnvolles zu tun, so dann ist natürlich nicht so geil. Aber wenn du auch denen was zu tun gibst, und das sind ja viele, die so eher im Casual-Bereich unterwegs sind, dann ist natürlich deine potenzielle Größe eine viel krassere. Als wenn du jetzt nur die Hardcore-Suchtis ansprichst. Also von daher, denke schon, dass es möglich wird. Release-Datum ist für die Alpha 2 2024, darüber hinaus nichts. It's unlikely that I would also at the same time be able to select components that were to give an equitable amount of benefit in the stat of, let's say, cargo or health. It's going to be a trade-off in that sense. Yeah, that's exactly right. Like, so you'll be able to have caravans of different customizations, but there won't be one caravan that does everything the best. You'll have to make sacrifices depending on what you want to use your caravan for. If you want to have an off-road caravan, a really fast on-road caravan, or just a slow, tanky caravan that can hold a lot of stuff. There'll be other different options players can choose to outfit their caravans with. Für Schüssel Dizzle, vielen Dank für die 3. Danke dir. Ganz, ganz lieben Dank. Gerne ein Danke da lassen. Und wo ich das gerade lese, man kann auch nicht erwarten von einem Game, dass man genauso gut ist oder so viel erreicht wie jemand, der nur eine Stunde spielt. Finde die Denkweise absurd. Ja, ist er auch. Die Frage ist aber nicht, deshalb habe ich das ja gesagt, natürlich bist du nicht so groß, so stark, so dominant. Die Frage ist aber nicht nur, wie viel erreichst du jetzt, sondern ist es überhaupt möglich für jemanden, der jetzt, sagen wir mal, ein Solospieler ist zum Beispiel, sinnvoll Ashes of Creation zu spielen? Das ist ja die Frage. Und da, glaube ich, ist es, wie der Hernes schreibt, die Hauptmärkte und Aktivitäten werden durch Gilden und Allianzen dominiert werden. Solos finden oder müssen andere Wege finden. Und die Frage ist eben, ist es möglich? Wird es irgendwie machbar sein? Hat man das Gefühl so, dass man trotzdem was Sinnvolles erreichen kann als Solospieler oder nicht? Das ist eher die Frage. Dass man nicht so viel erreicht oder nicht so krass unterwegs ist oder so schnell oder so groß wie jetzt die organisierten No-Lifer. Ich denke und hoffe, dass es jedem klar ist. Aber die große Frage ist, macht es überhaupt Sinn, dann für mich Ashes of Creation zu spielen? Das ist die entscheidende Frage, die sich ganz viele Leute stellen, die jetzt schon wissen, ich werde eher solo, klein, eher casual unterwegs sein. Macht denn für mich Ashes trotzdem Sinn? Das ist ja die alles entscheidende Frage. Und es ist schwer, das jetzt schon zu beantworten, aber ich glaube schon, dass du da Wege finden kannst, um auch eben als Solospieler da durchaus deinen Spaß zu haben und voranzukommen. Natürlich langsamer, aber na, trotzdem irgendwie Progress zu machen, eine gute Zeit zu haben. Denke schon, dass es gehen wird. Alleine schon, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Farmer bist zum Beispiel. Oder wenn du dich auf diese nächtlichen Solo-Karawanen-Runs oder sowas spezialisierst und versuchst, dann da durchzukommen. Die Welt ist ja riesig, ne? Also kann ja durchaus klappen. Denke schon, dass es möglich sein wird. Es ist aber, wir können es nicht wissen, bevor das Ganze dann nicht läuft und wir sehen, wie es sich wirklich abspielt. Aber es ist für viele ist das eben eine entscheidende Frage. Deshalb habe ich das nochmal aufgeworfen. Kann ich auch als jemand, der nicht so viel Zeit hat, auch als jemand, der vielleicht primär solo unterwegs ist, trotzdem
eine gute Zeit mit Ashes haben, macht das Spiel für mich Sinn? Das ist die ganz, ganz, ganz entscheidende Frage für super viele Leute. Deshalb die, die Thematik. Und klar, Solospieler, Casual-Spieler ist natürlich was anderes. Aber beide Gruppen, glaube ich, können hier was haben vom Spiel. The obvious benefit and choices that certain players will have. I mean, if, as Nathan was saying, if you're the most more solo-oriented player, you might just want to have the fastest possible caravan around. Because one, you're not worrying about people to stick. Man freut mich für Schüssel, dass es dir gefallen hat. But also, if you do come under attack, your chances of succeeding at a fight are far less than getting away by speed. Yeah, that's true. Or I could also see a variant though where you want to just go off road. Okay, jetzt haben wir hier einen großen PvE-Gegner. Ich hoffe, sie haben hier irgendwie noch so ein PvP-Scharmützel eingebaut, dass sie noch überfallen werden oder so. Es wäre so lame, wenn es jetzt kein PvP gibt. Ich hoffe, sie haben da irgendwie was eingebaut. Auf jeden Fall kommen die, ich weiß nicht, ob er jetzt dynamisch ist oder ob er jetzt explizit eingebaut wurde, damit man das mal zeigt. Ah, jetzt gibt's die erste Bedrohung, so wie es aussieht. Is he just on his path? I think he's just on his path. You're gonna wanna turn around, we cannot take that. I wonder if he'll turn around. Der hat übrigens einen Baum als Waffe. Ah, schon ganz geil. Okay. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid abends alleine nachts, ihr seid ein Solospieler. Und seid nachts alleine unterwegs, um ein bisschen Profit zu machen. Jagt durch die Wälder, oder schleicht durch die Wälder, besser gesagt. Und dann kommt ihr irgendwie an der Lichtung vorbei und plötzlich steht der Kollege vor euch mit seinem Baum und sagt hier nicht weiter. You shall not pass. So, das sind, glaube ich, auch geile Geschichten, die das Spiel dann einfach dynamisch schreibt. Stay back here. Yeah, yeah, this path is not, not for us. Go ahead, give us a turnaround and I'll show you my secret little off-road path. Alrighty, okay, alright. Let's just turn around here. Er ist ein Weltboss sogar, okay. wichtiger Punkt, sorry, dass ich da nochmal unterbreche, von Gadrion. Den Karawanen-Run gab es ja schon bei Arcage und da konnte man auch Solo-Glück haben. Jedoch bis er halt raus, sobald ein Pirat auftaucht, muss er halt gut gemacht werden. Fischen mit dem Boot war zum Ende meiner Spielzeit halt gar nicht mehr möglich, da die Piraten dann immer wieder kamen. Ja, aber du musst es ja, Arcage ist ein super Beispiel, weil du hast absolut recht, den dicksten Profit haben die Leute gemacht, die über See gegangen sind oder Piraten waren. Den dicksten Profit haben die Leute gemacht, die mit 20, 30 waren. Aber du konntest als Solo-Spieler super Profit machen und super Trade-Runs machen. Es gab ja sogar Routen, die quasi 100% safe waren. Selbst wenn du Routen genommen hast, die gefährlicher waren, konntest du, wenn du deine, na, er hat ja gerade gesagt, so, es gibt hier eine versteckte Route, die er hat, so eine Hidden Path quasi. Und wenn du da deine Wege rausgefunden hast, die für dich als Solospieler dann sicher sind, wo du ein bisschen sneaky unterwegs sein kannst, dann ging das bei Arcage immer super. Ich weiß nicht, ich hatte eine ganz, ganz wilde Route durch den stillen Wald in Arcage, die absolut absurd war. Und leider irgendwann dann auch relativ bekannt, aber am Anfang war das easy peasy. Und wie gesagt, also ich denke auch genau das, was du schreibst, das wird eben auch als Solospieler möglich sein, nur eben im kleineren Rahmen. Aber es wird möglich sein, das denke ich auch. This is what we got lucky for. Come on over this way. No, dude, I stopped so quick when you guys said that. Alpha 2 kommt 2024. Rocks already back here. That would have turned out to be a very bad stream. All right, come on through. Okay. Just this like a super peaceful. Jetzt gehen wir, durch die durch den Geheimpfad. Super peaceful. Okay. Barely even dangerous. Was passiert, wenn das werden wir hoffentlich gleich sehen, wenn der angegriffen wird von einem Mob. Spiders. Übrigens, ne, ich habe ja gesagt, ey, geil, dass Steven endlich mal einen Archer spielt. Jetzt kriegen wir endlich ein bisschen Archer-Gameplay. Und was ist? Er sitzt die ganze Zeit da und ist auf seinem Farmcard und es fighten mal wieder nur die Mages. Na toll. Hoffentlich ändert sich das noch gleich. Frag mich, ob es so sein wird, wenn du Solo bist und du gehst durch den Wald und dann kommt eine Spinne, dass du dann quasi absteigst, die Spinne bekämpfst, bis du tot ist und dann wieder aufsteigst und weiterfährst. Wahrscheinlich, ne? Würde ich mal tippen. Weil das ist natürlich der Nachteil, wenn du keine Defender hast, dann, weil das slowt ja den ganzen Prozess und du bist natürlich sehr angreifbar und sehr viel langsamer unterwegs, wenn du permanent absteigen musst, um irgendwelche Monster zu fighten. Aber möglich wird es sein, wahrscheinlich, nur halt umständlich. Nothing too crazy up here. Yeah, but this is one of the dangers. Is you may never know what's on the road. The road has a buff, that's great, but it also has a little bit more visibility, and that can be a problem. And so off-roading is a necessary component
of the caravan system and traveling in general. And because of that, there will be components that make traveling off-road a bit easier, perhaps. Yeah. Genauso wie er gesagt hat, also Offroad wird wichtig sein. Ich würde hinzufügen, vor allen Dingen für kleine Kompanien, kleine Gemeinschaften oder Solospieler. Und er sagt ja gerade, es wird Komponenten geben, mit denen man die Karawane besonders Offroad tauglich machen kann. Und das ist natürlich ein Geniestreich. Das ist ja ein absoluter Geniestreich, dass du die Karawane so modifizieren kannst, dass sie für verschiedene Geländetypen perfekt geeignet ist. Weil warum sollten große Kompanien, die sagen, ich gebe einen Fick auf alles, ich bin die drittgrößte Kompanie auf dem Server, wer will was machen so? Oder sogar die größte. Natürlich sagen die, ey, wir gehen über die Straße, geht schnell, was soll denn schon passieren? Außer jetzt vielleicht bei einem Weltboss, aber ansonsten ist auch alles gut. So die 90% der Zeit können wir auf der Straße fahren, weil es kann kaum einer was machen gegen uns. Oder halt höchstens, wenn sich Leute mal zusammentun, aber ne, in der meisten Zeit so geht es gut. Dann würden ja diese Leute ihre Karawanen vor allen Dingen auf Speed auf der Straße spezialisieren. Wohingegen ein Solospieler sagen würde, ich baue meinen Karawan komplett darauf aus, dass er so gut wie es geht Offroad ist, weil ich sowieso fast nur Offroad fahren werde, weil ich bin ja sneaky unterwegs, ich bin ja alleine. Wie unfassbar geil ist es, dass du die Karawane in dieser Hinsicht modifizieren kannst. Je nachdem, ob du eben ne, groß oder klein bist, also mit deiner Gemeinschaft oder eben nicht. Je nachdem, ob du viel auf Straßen unterwegs bist oder nicht. Absolut großartig. Das ist ja perfekt durchdacht. Yeah, certainly. I'm trying to get back to the thing. Yeah, I'm definitely slower. I'm rolling. We're still rolling. Should have gone for the off-road wheels, maybe. Did we get lost? Is there like a path up here back to the road? Oder, yeah, ne? So wie er gerade gesagt hat, off-road wheels, wahrscheinlich kannst du das ja auch anpassen, dass du sagst, ey, ich habe für Straßenruns habe ich das Set und für Offroad Runs habe ich das Set. You're good. You're going the right way. Like follow the spiders. Oh yeah. Okay. Oh god. I'm starting to take a little bit of damage here. Hey Steven, we might need a heal. Ich glaube, das hier ist die Gesundheit vom Karawan, oder? Yes. Okay. All right. Oh, they're eating the horses. They're definitely eating the horses. Where's a tank when you need one? Nee, das ist ja gerade so ein Timer, ne? Wo sehe ich denn, wie viel Leben die Karawane noch hat? Ist es das hier? Pretty good. Those are good heals. Yeah, that's a strong hot right there. Ich glaube ja, ne? It's perfectly balanced. Yep, final pass. I think we could have definitely taken two buck. I don't know about that. Spiders versus giant. 10 hours later. Uh-oh. Ja, das würde er nicht schaffen. Da muss er nochmal zurücksetzen und meine Güte, dauert das lang. No. Ah, gut, sie sind offroad, ne? Cliffs, Steven. Yeah, I thought these were those kinds of horses. The cliff jumper horses? Yeah, the cliff jumping horses. We leashed them. You actually have to unlock a different service building to get recruitment of those cliff jumping horses. So. Can I get spider horses? Just different kinds of animals. No, Steven, come down this way. No, this looks fine. You'll make it. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, wenn jetzt nicht noch irgendwie nochmal ein Angriff kommt. So. Das würde mir halt echt fehlen. Wäre sehr, sehr schade, wenn sie das nicht zeigen würden, weil gerade die Dynamik finde ich sehr, sehr spannend. Okay, these horses aren't that fragile. We've made it back to the road. Watch Tumok just comes out of nowhere. Yeah, he's just like, I found you. I've been waiting for you, Obi-Wan. Oh, no. Was auch nochmal ein sehr, sehr kritischer oder spannender Punkt wird, ist, wie lukrativ ist diese Art von Wirtschaft verglichen mit anderen? Weil wir haben ja bei ArcheAge gesehen, dass ArcheAge sich quasi selber das Wasser abgegraben hat, sobald sie angefangen haben, Quellen ins Spiel zu implementieren, die einfach wirtschaftlicher waren, als Trade Runs zu machen. Sodass dann diese Art von Sandbox-Inhalt bei ArcheAge irgendwann ziemlich an Bedeutung verloren hatte. Weil halt alle Leute irgendwelche Hiram-Weeklies, Dailies gemacht haben und andere Quellen halt hatten und vor allen Dingen den Arc-Pass für zumindest gewisse Zeiten, die einfach wesentlich, wesentlich mehr Gold generiert haben auf eine wesentlich angenehmere Art und Weise als halt diese Runs. Und diese Runs haben aber das Spiel so ausgemacht. Und deshalb wird hier ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt sein, wie sie die Wirtschaft balancen. Also, wie lukrativ wird diese Art von Erwerb sozusagen verglichen mit anderen. Wie steht das in einem Zusammenhang? Und ne, weil du musst ja eine ganze Menge hier reinstecken. Also gerade wenn du eine Gruppe organisierst von Leuten, die fahren, von Leuten, die verteidigen, das muss sich ja lohnen. Das macht ja keine Sau, wenn das nicht sehr, sehr lukrativ ist, wenn es nicht das Lukrativste am besten sogar ist.
Von daher, da ist Arcade schon ein bisschen drüber gestolpert und da wird es sehr drauf ankommen, so dass sie das hier gut umsetzen. Back there, Bucky. Oh yeah, Bucky right was away. Here. Yeah, I mean, I've just been here. Defending him the whole time. Uh-huh. Thank you, guys. Yeah, you're welcome. We do it for you. Oh, I see. We've come across a little river up here. That looks like we'll have to make a crossing. Oh, das Licht sieht so gut aus. This is a great little image. I'm digging this. Oh, let me turn off the... Hold on, can you catch me on my album cover looking away from the camera? Whoa, no, I can't. Where are you? Oh, hold on. We gotta get the good album cover photo where we're all looking away. Just looking off into, like, desperation. Another day in Vera. Now's my chance. Good. They're distracted. I can pass them. No, even if I gave you a head start. Oh, no. Not with that little hoopty. yeah, my money's on Steven here. Okay, so now. Es ist, by the way, ich glaube, das ist derselbe Ort, wo beim letzten Developer-Update dieses Kutschen, also dieses dynamische Welt-Event stattgefunden hat, oder? War das nicht genau hier? Könnte schwören, dass es genau hier war. We were intending to show this update, with this update, the transition from land to river with the raft system. Caravans, when they intersect with a river, they go into a construction stage. Why don't you talk to me a little bit about that, Hal and Chris? Yeah, so the primary, there's like two kind of methods to crossing rivers, right? One of them is with bridges, which are constructed by mayors and players, but the other method is via a transformation into a raft. Now, it will put you at a little bit of a, it'll make you a little bit of a sitting duck while you're transitioning. But once you're in the water, you'll get kind of a nice speed boost from the currents. And it's a alternate means to getting stuck on the choke points that are bridges. Very cool. Okay. Yep. That will be an update coming shortly. Das klingt auch sehr, sehr interessant, wie man über Flüsse und so weiter kommt. Robson, vielen, vielen Dank übrigens für die 34 Monate schon. Holy moly, vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Integral in creating the assets for showcasing what that transition looks and feels like and helping to demonstrate the construction process of the raft. It is super cool to see even how you've incorporated the more componentized system of creating this caravan as a whole into being able to adapt for that construction scene, all the pieces that are relevant on different skins and cosmetics for the caravan as well. Yeah, it's been really fun kind of figuring out how we're gonna like show certain things, make everything work together, like balance all the pieces, but it's been a fun time. And I think kind of visually showing things like, for example, like the cargo, to kind of like, we're still kind of working with TechArt to get this fully up and running, but you are eventually going to be able to get a good visual view of like how much cargo someone's going to be holding and, you know, the possible rewards you're going to be able to get too. So it's been a really fun time. it's been super cool. Ich meine, so Brücken scheinen ja sehr strategische Punkte zu sein, weil du sehr langsam bist und ne, das auch so Chalkpoints sind. Das heißt, wahrscheinlich werden viele auch so gerade so diese Punkte abcampen und dann eben hoffen, dass wenn da jemand vorbeikommt, ne, dass dann halt quasi, sagen wir mal, die Gruppe von, keine Ahnung, einfach, sagen wir einfach mal 20 Leuten oder so, die wartet irgendwie da hinten hinter dem Stein. Und dann gibt es irgendwie so einen Scout, der hier sitzt oder so und der sagt dann, ey, hier ist gerade eine Gruppe. Und dann wäre das eigentlich so der beste Ort quasi für einen Überfall. Wäre auch perfekt gewesen, wenn sie jetzt künstlich einen Überfall inszenieren würden, um das mal zu zeigen. Aber, ne, wie gesagt, gerade so diese Punkte werden dann eine ganz, ganz große Rolle spielen, glaube ich. Cool to watch. This bridge, by the way, is a bit slower. Than the road. You're not getting a road off on this bridge, Steven. That's so sad. So bridges can be upgraded, you know, and that will let them provide you more speed. I should be getting the bridge buff. The bridge buff should be just super powerful. You Tokyo drift off a bridge. Yes, exactly. They did that a few times in whatever that movie was.
there are lots of movies that have drifting. I know. No, there's only one. There's only one. It's the Polar Express. Isn't it? No, it has like Vin Diesel in them. Fast and the Furious? Yeah, it's Fast and the Furious. You know that one Fast and the Furious movie? That one out of 30 Fast and Furious movies. We should get some Fast and Furious versions of the Caravan. Wie geht dir die Pumpe, wenn du wirklich viel wertvolles gefallenen Kram dabei hast und dann bist du so kurz vor deinem Ziel auf einer Brücke und denkst so, bitte, bitte lass jetzt nichts passieren. Oh mein Gott, ich werde Brücken hassen. Oh mein Gott, das wäre so gut. Das wäre so great. I'm getting like the cinematic shots right now. Yeah, yes. The environment team has done such an amazing job about bringing Vera to life. And that's been another cool thing about us being able to show off this live stream is we've kind of kept a lot of the exploration of Vera under wraps because we want to, you know, make sure that people get that first glimpse of it when the servers go online for A2. But we can show off some of that stuff here. Super exciting. Oh my God, there's a bear. Oh no. Danger bear. Get him. Chase somebody. Oh no. Oh, we just entered a super. Boah, die Lichtstimmung auch. Krass. Bären sind übrigens, glaube ich, ziemlich krasse Gegner, haben sie mal in irgendeinem Livestream gesagt. I'm gonna go left. Opposite the direction of the bears? Yes. Yes, I'm gonna go. Oh, there's little rabbits over there, too. Oh, no. Okay. Boy, just got off the bridge. Oh, whoops. My bad. I'm just calling it out, you know, for the team. We're just going to wait here and admire the beautiful scene. Which, by the way, Zachary and Hans did a phenomenal job with. Looks so good. Oh, it sieht wirklich verdammt cool. I like this next area coming up too. Und es sind nur die Riverlands. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben von Ashes, glaube ich zumindest, sind die Riverlands. Also nur ein Areal im Wesentlichen oder ein Biom. Yeah. The river. Have you guys seen the river yet? Wow. Oh no. There's a bridge there. You need to be careful. There were some trolls nearby. Ah, you made it. Welcome back. Bucky, thank I really you. Should have just given you some components to put on your carriage. Really just the horse. The extra horse could have probably helped a lot, you know? Yeah, or just the horse. Yeah, it's wie viele Pferde sind das Maximum? Wahrscheinlich zwei, ne? Wie geil wäre das, wenn du so vier Pferde haben könntest? Would be cool. Although once the caravans are parked, you are able to upgrade the components. Ah, wahrscheinlich sind zwei schon das Maximum. So every time you park the caravan in the stall at any node, you can adjust. Oh, whoa. Oh, was machen wir jetzt? Oh. What's up ahead? There's a giant fallen tree. Wie geil das wäre, wenn du sowas inszenieren könntest. Wenn es so quasi für Leute, die Überfälle machen, wenn die sowas quasi auf Roads platzieren könnten und dann irgendwie da sitzen und dann den Angriff initiieren. Das wäre auch geil. Yeah. I don't think I can chop through this one, guys. No, let's maybe we go off-road a little bit here. So, Justo, I could be wrong, but this looks like one of our environmental hazards at work, yeah? Oh, Justo, you're muted. How about now? There you go. There we go. I made it. Yeah, so something that can happen to caravans while they're traveling along roads or out in the world is there are events kind of waiting for caravans. Yes, I can chop them. Ah, okay. First, I have to do a little cheating first, but yes, I can do that. You can interact with the environment, though, to free up the area to move through, too. Yeah, that'd be good. Yep. Hold on. Don't show my GM panel. Uh-oh. Oh my god! Oh, wait! Just killed a horse! Wenn er nicht despawnt, dann geht das doch. Dann kannst du doch einfach an einer strategisch günstigen Stelle einfach einen Baum umhacken. Und das dann so liegen lassen und dann darüber einen Hinterhalt initiieren, oder? Sei denn halt der Baum despawnt. Aber wenn er eine Weile so liegen bleibt und du weißt jetzt, okay, es würde ja schon reichen, wenn er jetzt, sagen wir mal, 3 Minuten nicht despawnt. Du hättest halt einen Scout, der irgendwie sagen würde, ey, da hinten auf der Straße kommen Karawanen. Und dann wärst du ein bisschen weiter vorne und würdest halt dann irgendwie so einen Baum fällen, damit er nicht über die Straße kommt und gezwungen ist, Offroad zu gehen, wo du dann besser überfallen kannst. Das würde ja funktionieren eigentlich. Zumindest solange der Baum nicht instant despawnt.
What is wrong? And what is wrong with you? Oh, no. Oh, lol. Chris, no. excellent. This is going to carry on. That we had an Gladrion, mach mal. We had an off-road pack. I didn't do it. Wann denkst du, wird der erste erscheinen? Boah, 20, 27 oder so, 26. Over to Bucky's. Hey, that's a good community question. Do players want trees to do fall damage? Aber spielbar wird es sein nächstes Jahr. Für die Leute, die in Alpha 2 sind. We all know what the answer to that question is. The answer is a resounding yes. Trees should, falling on people should do damage. Should destroy caravans. One shot. Unbelievable. I'm sorry, Chris, what were you saying? Something about caravans on routes. When you're traveling with a caravan, there are events that can trigger as a result of you being there with the caravan. Den Punkt hatten wir gerade. Also, ne, da war jetzt eine Straße, dann war da ein Baum, der das blockiert hat. Und sie haben gesagt, es ist Teil eines dynamischen Ereignisses, das ausgelöst wird dadurch, dass du mit einem Karawan da bist. Wenn da jetzt niemand wäre mit einem Karawan, würde sich diese Art von Ereignis nicht auslösen. Also es ist ja ein sehr, sehr ähnliches Prinzip wie bei allen Sachen, die mit diesen Nodes und mit diesem dynamischen Event zu tun haben. Nämlich Spieler, die Dinge tun oder Dinge haben, lösen andere Prozesse aus, aber es ist eben davon abhängig, wer da ist und was die Leute machen, die da sind. Und genau so ein System sollte das ja, ist es hier offenbar auch. Ich frage mich aber, ob sie nicht darüber reden, ob das nicht auch Spieler triggern können. Also ob nicht Spieler einfach einen Baum umhacken können, um damit die Straße zu versperren als strategisches oder taktisches Element. Das müsste doch möglich sein, oder? Can either block your way or, ich meine, wie cool wäre das? Things to attack your caravan. Stell mal vor, du bist auf einer Straße unterwegs und siehst so ganz hinten, da stehen so drei Idioten, die schon so eine Axt in der Hand haben und du weißt, oh no, die werden gleich die Bäume fällen und dann komme ich da nicht durch. Und dann kommt der Angriff so, weil ich halt keine Möglichkeit habe, schnell irgendwie wegzukommen. And require you to kind of make decisions about how you want to proceed, right? Whether you turn around and go somewhere else or you find a path off-road, all with different kind of dangers associated with them. Very cool. How are you doing back there, Bucky? Wann nächstes Jahr wissen wir noch nicht. Und ja, man kann ein bisschen Release zocken, wenn man in der Alpha 2 drin ist. After our assistance in clearing the path for you, you're welcome. Thank you. Yeah, you were doing a good job guiding me too. Attempted murder. A little column A, a little column B. Unbelievable. Schade, wirklich schade, dass sie zu dem Thema nichts gesagt haben. Das würde mich so interessieren, ob das geht. Es würde mich so interessieren, ob weiß zufällig jemand, ob wann, wie es despawnen Bäume. Also bleiben die eine Weile liegen, despawnen die erst, wenn sie einmal gefällt sind, quasi in Stücke hackt. Das wäre so eine wichtige Info. Das ist so schade, dass sie da gar nicht drüber reden. Only been playing a defender of your caravan. The long con, right before we get there. It's actually a good call out though, is that if you register to defend a caravan, you will never be able to unregister and immediately attack the caravan when we're getting to the end. Ah, very good call, very good point there. And then in addition to that, you can be registered participant in multiple caravan events at once. So if you had, let's say, a caravan of caravans, you could put both caravans in the same raid. Mm-hmm. Very cool. Speaking of caravans, welcome. Thank you. I've returned. You have returned. Nice of you to join us. Caravan. Let us caravan. Do I go right here? Are you gonna go right? Yeah. Skeleton. Oh boy. Spooky. Just in time for the holidays. Yeah. Oh, they came back. Oh no. Are they alive again? Ich fühle mich, by the way, so getrollt. Das Video geht noch 7 Minuten und endlich mal hat Steven den Archer ausgepackt und dann macht er 3 Angriffe da mit und mehr kriege ich nicht zu sehen. Ich fühle mich so übertrieben getrollt. Es ist so schade. Ich hätte so gerne mal ein bisschen Archer-Gameplay gesehen. Wir sehen übrigens, dass die Route ging relativ lange. Obwohl sie gesagt haben, es ist die nächste Note. Oh, this is creepy. Und jetzt stell mal vor, du gehst halt für Nodes, die noch deutlich weiter weg sind. Da bist du ja 1,5 Stunden unterwegs oder so. Okay. Und mit jeder Minute wächst die Gefahr, dass irgendwas passiert. Krass. There's another skeleton over there. Das muss gut gebalanced sein. Das muss wirklich sehr, sehr profitabel sein. Its eyes aren't so good. Damit sich das lohnt. Zombies in the middle of the road.
Vor allen Dingen, weil die Welt so groß ist. New Event nearby. Aha. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich kein PvP-Event, aber wahrscheinlich ein PvE-Event. Würde ich mal tippen. Okay. Maybe not zombies? No, I don't think these are zombies. It says... I'm gonna scout ahead and see if, oh god. Oh, this seems like, hey Bucky, do you wanna go ahead? Bucky, you should go forward. Okay. Oh yeah. Oh. What are you doing? You pulled them! I didn't pull anything. No. I learned from watching you. Also quasi ein PvE-Überfall. Ne? Also es zieht sich ein bisschen durch diese Developer-Updates. Wahrscheinlich ist es einfach zu schwer zu organisieren. Wobei, ich meine, wenn du ein paar andere Entwickler nehmen würdest. Auf jeden Fall, es zieht sich durch, dass sie bei Aktivitäten, die sie zeigen, das war genauso beim letzten Developer-Update letzten Monat, als sie dieses dynamische Kutschen-Event gezeigt haben. Wenn sie die Möglichkeit haben, oder wenn es in dem Spiel so sein wird, dass es entweder ein PvE- oder ein PvP-Überfall geben kann, zeigen sie immer den PvE-Überfall. Das ist jetzt hier wieder genauso, ne? Das soll jetzt quasi simulieren, wie es aussieht, wenn mal nicht irgendeine Waldspinne, sondern wirklich eine organisierte Gruppe von, in dem Fall jetzt NPCs, versuchen, das Ding zu überfallen im Rahmen eines Events, das sich ja gerade getriggert hat. Und ja, es ist ein bisschen schade, finde ich, dass es nie zeigen, irgendwie mal mit richtigen Spielern und einfach sagen, so, wir nehmen jetzt drei aus dem Team und die sollen jetzt quasi die Räuber spielen, sozusagen. Hätte ich cool gefunden. Stattdessen sind es jetzt hier nur wieder NPCs, wie beim letzten Mal auch schon. Ein bisschen schade. Aber vielleicht würde ja Steven jetzt mal selber kämpfen. Da würde ich doch noch auf meine Kosten kommen. Do it. Get out of here. Oh, lol. What the fuck war das für ein Knockback? What? I didn't pull anything. No. I learned from watching you. I'm gonna repulsor blast. Do it. Get out of here. Oh no. God. Okay. God, they went flying. Just keep driving, Steven. Oh, flying. Oh, man, I don't think they can find their way back to us. I think we're good. Okay. Are we good? Nope, they found him. Oh, it's shooting me. Those heels use your speed boost. Run, Steven, run. Die sind aber gut tanky tatsächlich. Go on without us. dieser Blast ist echt sehr, sehr geil, muss ich sagen. Lol, habt ihr das gesehen, da gerade da hinten? What the fuck? It's shooting the caravan. Achte mal darauf, wer da hinten gleich vom Himmel fällt. Da jetzt, glaube ich. Achtet mal so hier auf dieses Areal. What the fuck? Okay. Can I get some of those heels? No? All right. Alter, wie hoch fliegen die? Here's some heels. You got heels. I'm hanging in there. It's not keeping up. Oh. Oh gosh. I love that blast. Steven, use the sprint. Get out of here. Oh, okay. All right, good luck. Run. Steven would never have made it. Na, jetzt sehen wir mal die Abilities. Wir haben gerade darüber geredet, jede Karawane hat verschiedene Abilities, um sich quasi zu wehren. Und das ist hier ein Speed Boost, dieser Blast und vielleicht irgendwie ein Self-Heal oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Heilkugel von dem Karawan kommt oder von einem Spieler. Aber das scheinen so die Abilities zu sein, die du dann in solchen Momenten benutzen kannst. Oh, I just activated that sprint. I am shooting out of here right now. Oh, thanks, guys. Maybe I'll make it after all. Yeah, I don't think so. Alright, now we target Bucky. No. The healer's after your caravan. I'm almost at Mirror. How far is Miraleth? Holy shit. You're right. It's right around the corner. This is the closest node? Das ist schon echt ein, habe ich ja gerade drüber geredet. I mean, schon eine erstaunliche Distanz big, tatsächlich. Okay. Dafür, dass es zwei nahegelegene Nodes sind. Die Welt so muss echt so gigantisch sein. Das kann sogar im schlimmsten Fall ein bisschen zu groß werden, könnte ich mir vorstellen. And there's bats. Or ravens. Why aren't they in their rookery? They're wild. Federal Ravens. Wow. Okay, I am, I think, coming actually upon Miraleth. Yeah. How'd you guys fare? I mean, I'm hopping behind you very slowly. Oh. The rudest Steven. Actually just speed boosted me, right? You're like, why walk when you can just be repulsor blast on cooldown? That was so funny. Wäre natürlich schneller gegangen, ne? Er hat da die ganze Zeit einen Speedboost. Ich glaube, der hat ungefähr eine Minute Cooldown oder sowas.
Er hätte jetzt natürlich permanent jede Minute den Speedboost benutzen können, dann hätte es nicht so lange gedauert. Der hätte jetzt einfach, ne, damit der andere, kleinere, nicht so, so viel Distanz zu ihm aufbaut, hat er jetzt, sagen wir mal, darauf verzichtet. Aber man könnte theoretisch, könnte man schon ein bisschen schneller unterwegs sein, wenn man einfach den Speedboost nutzen würde, so, den er jetzt nicht genommen hat. So I've lost the, oder selten genommen hat. Yeah, once you're in the node. Den würde man natürlich, wenn man selber spielen würde, quasi auf Cooldown haben die ganze Zeit. Travel at slow speeds. Or the guards will get you. Alright. We're almost there. Whoa! We're almost there. Is that how it goes? Exactly. That's the exact lyrics of the song, for sure. It's copyright struck. No. Now, what happens? So I'm seeing that we have this little area in front of us that denotes the turn-in radius. What happens when I reach it? Well, you're about a second away from finding out. Oh, we did it! Caravan arriving, okay. Not yet, technically. Timer, der runterzählt. We're almost doing it. Wofür ist der Timer? Victory! It is done. Okay. All right, so I assume now that there is going to be a hunter's lodge. Und das Ding ist, es ist einfach gedespawnt, glaube ich, ne? And sell this cargo? Exactly. Come follow me. Follow me. We'll go and see. Ah, I see. So if you want to give him a little chat here. All right, let us discuss with this fine gentleman. Whoops. There we go. You'll notice for cargo? You're gonna go to your materials and look at that. We got Miraleth. If you scroll down to the bottom of the Miraleth tab, you're gonna see what you delivered. Very nice. Okay, that's cool. So now this is worth, eight gold, 69 silver. Oh, I can do math. Well done. Oh, that's cool. I'm gonna sell that. Sell that and that and that. And you notice this gentleman sells different items than the last node you were in. Ich frage mich, ob es eine Übersicht geben wird, um sich aktuelle Preise quasi anzugucken. So ein bisschen wie das bei Arcage mitunter auch der Fall war. Da irgendwie so ein Fenster öffnen kannst und dann sagt er dir so, die und die Güter kannst du für den und den Preis da und da verkaufen. Oder ob man sich das quasi selber zusammenreimen muss. Beziehungsweise halt, ne, es da keine zentrale Anlaufstelle gibt, sondern du musst es halt selber rausfinden. He's got some ancient Aelin wine. In a case of Doom. Vielleicht gibt es auch eine Webseite für von Spielern gemacht oder so, die das irgendwie cool. Immer aktuell hält. Very nice. Cool, that's awesome. Well, look at that. We've fully demonstrated the caravan loop from. Bisschen schade, dass es keinen PvP-Überfall gab. Ne? Und auch von dem PvE-Überfall haben wir jetzt nicht so viel gesehen, weil es immer diese riesigen Explosionen gab. Und dann wurde dahin gefightet und Steve, wir hatten ja die ganze Zeit die Steven-POV, also haben wir immer nur Steven gesehen. Und er ist einfach davon gefahren. Bisschen schade finde ich, dass man da nicht mehr mitgemacht hat, muss ich sagen. Bevor ich gleich zum kleinen Fazit komme. Certificates or the newly named Glint into commodities, transited with the caravan system, discussed a little bit about the intents of that system and how it is intended to be used for Alpha 2 as a core loop of the economic gameplay. And we have succeeded delivering through the perilous journey that was the Riverlands, our commodities to Miraleth. Giusto, Bucky, Planendorf, and Hal, thank you all for joining us today and demonstrating the caravan system. I know that I speak for the audience when I say your guys' hard work is extremely appreciated and cherished by this community that cannot wait for Ashes of Creation. Aber der Bogen sieht so nice aus. Er sieht wirklich so gut aus. If you have thoughts, please share them with us. That is why we do these streams. That is why we show you guys monthly the updates to the game. It is obviously very important to us to hear your comments on what you enjoyed, what you thought could be done differently. Leave them in Twitter, on the forums, on Reddit, on Discord, and on YouTube. It means the world to us. We capture all that information and we analyze it internally. But with that being said, very excited. Wobei auch noch ein bisschen Arbeit reinfließen muss, ist, ne, achtet mal hier drauf, wie sich das bewegt, wenn er atmet. Also, das soll ja, glaube ich, irgendeine Art von Plattenpanzer oder sowas sein, selbst wenn es nur Stoff wäre.
Das zieht sich wirklich dermaßen krass zusammen. Da muss auch ein bisschen Arbeit reinfließen. Achte mal drauf, wie sich das bewegt. And testing. It's gonna be pretty exciting. Guys, thank you for joining us. Thank you. Ja, also, ne, das war die große Caravan-Vorführung. Um ein kleines Fazit zu ziehen, weil das Video für YouTube schon deutlich zu lange gehen wird. Ich bin sehr beeindruckt von diesem Video. Ich fand, es sah richtig gut aus. Ich mag viele Gedanken, die sie sich gemacht haben. Also, ich glaube, für mich einer der beeindruckendsten Punkte war, wie sehr du dein Farmcard, sag ich jetzt einfach mal so, deine Karawane customizen kannst, je nachdem, welcher Spielstil sozusagen für dich als Spieler relevant ist. Wenn du ein Solo-Spieler bist, brauchst du mehr Offroad, dann steckst du halt mehr in die Offroad-Punkte, die für diese Art von Caravaning eben relevant sind. Wenn du jetzt ein großer Gildenspieler bist und du bist immer mit 20er, 30er-Gruppen unterwegs, kannst du mehr auf Straße gehen und sowas. Das fand ich richtig, richtig geil. Mir gefällt sehr gut, wie das Prinzip ist mit diesem Umtausch, ne, was wir am Anfang gesehen haben. Also dass quasi Spieler, die jetzt keine Karawanen-Sachen machen wollen, sondern einfach nur ein bisschen Kohle über einen Anbau, eine Farmer sind. Wie gesagt, die wird's geben, die gibt's bei New World, die gibt's bei Albion, die gab's bei Arcage, die wird's auf jeden Fall auch wieder hier geben. Dass Leute, die einfach nur Sachen anbauen und damit Kohle machen wollen, so dass die halt dann das da reinstecken können. Dann gibt's Leute, die mit dieser zentralen Währung das dann kaufen. Und daneben das Risiko haben und auch den Profit, wenn es gelingt, die eben von A nach B zu transportieren. Und wie gut das quasi verschiedene Spielertypen in einem selben Prozess quasi inkludiert und die nicht aneinander vorbeispielen, sondern tatsächlich ne, das Zahnrad in Zahnrad greift, finde ich super, super geil. Die Grafik ist wunderschön, das sieht phänomenal aus. Ich wünschte, wir hätten einen PvP-Überfall gesehen, das muss ich sagen, fand ich ein bisschen schade. Ich fand auch schade, dass man nicht vielleicht sogar noch ein bisschen darüber geredet hätte, welche strategischen Möglichkeiten man hat, so einen Run zum Beispiel zu torpedieren. Ne, wie gesagt, meine Idee vielleicht mit dem Baum, der umfällt. Das klappt aber natürlich nur, wenn der Baum liegen bleibt eine Weile und nicht direkt despawnt. Sehr enttäuscht bin ich davon, dass wir nichts vom Archer-Gameplay gesehen haben. Das ist so schade. Das ist so schade, weil er hat da, ne, guck mal hier, diese ganzen schönen Abilities, die ich alle gerne gesehen hätte. Und dann gab es einmal eine Szene, wo er halt geschossen hat und dann waren es halt so ein paar Standardpfeile. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ansonsten, ich habe da so Bock drauf. Das Spiel sieht phänomenal aus. Es ist Unreal Engine 5. Und das merkt man wirklich in jedem kleinen Pixel. Das Sounddesign war super cool, als der Mage da plötzlich neben ihm stand und gecastet hat. So fand das da richtig oder hörte sich richtig, richtig gut an. Die Welt ist unglaublich geil designt, wie ich auch finde. Nicht platt, nicht eindimensional, mit sehr vielen Möglichkeiten, sich zu verstecken oder Schleichwege zu benutzen oder so. Das sieht schon alles richtig, richtig gut aus. Ein ganz, ganz zentraler Punkt wird, wie gesagt, der mit dem Balancing. Also, wie gesagt, als Arcade-Spieler weiß ich noch, wie es ist, wenn sich eine Ökonomie sozusagen in eine Richtung entwickelt, dass solche Runs nicht mehr profitabel sind und dann macht sie auch keiner mehr, weil es andere Quellen gibt, die deutlich profitabler sind. Und dann wiederum, fehlt einfach ein wahnsinnig zentraler Bestandteil eines solchen Sandbox-Spiels. Von daher hoffe ich sehr, dass sie das auf dem Schirm haben und dass sie das gut balancen werden. Da wird ganz, ganz viel von abhängen. Aber ansonsten super, super geiles System. Ich fand das sehr, sehr vielversprechend. Ich fand schon die letzten Developer-Updates sehr gut. Ne? Ich war ja vor einem halben Jahr oder so noch sehr skeptisch. Mittlerweile bin ich immer zuversichtlicher, weil es ist einfach krass, was sie präsentieren. Das ist durchdacht. Es ist natürlich alles noch nicht perfekt, aber vieles sehr durchdacht, sehr komplex. Eine sehr coole Vision, die wirklich sehr nah dran ist an dem, was die guten Zeiten von Arcage eben so, was da eben so das Spiel ausgemacht hat und was da so gut gezündet hat. Und warum das so ein Sandbox-Erlebnis war, das eben ganz, ganz viele Spieler bis heute nicht vergessen haben. Und sich immer gewünscht haben, dass ein geiles, modernes MMO kommt, das nicht beschissen monetarisiert ist und da quasi dran anknüpft. Und die Anlaufstelle ist quasi Ashes. Und wie gesagt, ich war sehr skeptisch. Ich fand vieles sehr, sehr, sehr überambitioniert. Sehr schwer umzusetzen. Aber mit jedem Developer-Update gewinnen sie bei mir tatsächlich Vertrauen, muss ich wirklich sagen. Ich finde das sehr, sehr gut umgesetzt und sehr nachvollziehbar erklärt. Bisschen schade, dass man das ein oder andere noch nicht gesehen hat, bei dem Stream oder auch bei anderen. Gerade wenn es eben so um so Interaktionssachen mit anderen Spielern geht oder so. Aber das sieht gut aus. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Schreibt mir gern für den YouTube-Teil in die Kommentare, wie ihr das findet und ob ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, nächstes Jahr geht die Alpha 2 los, da werde ich drin sein. Das heißt, da seht ihr ganz viel Streams und ganz viel Videomaterial und so, was dann von mir kommen wird. Aber ja, das war, wie gesagt, das war die Alpha 2 Caravan Preview. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt bin ich für den Chat da.